Das erste Testspiel des SV Werder Bremen zur Vorbereitung auf die Saison 2021 ist vorbei und Werder hat gewonnen. So oft war das ja in der vergangenen Saison nicht, aber jetzt geht's richtig gut los. 2:0 gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und es war ein absolut verdienter Sieg, kann man sagen. Werder hat, ich finde, von der Einstellung her schon ziemlich gut gespielt. Natürlich hat noch nicht alles so gut geklappt, aber sie waren giftig, sie waren gallig, sie wollten dieses Ding auch wirklich gewinnen und haben das dann gleich mit 1:0, war eine schöne Eckenvariante. Ja, und am Ende war dann Ludwig Augustinsson, der das Ding reingehämmert hat. Und, wer erinnert sich nicht daran, der junge Mann hat ja auch das letzte Werder-Tor in der Relegation gegen Heidenheim geschossen. Das war damals ein bisschen einfacher, da war nämlich gar nichts mehr, da brauchte ihn nur noch reinzuhämmern. Hat ihn aber dann auch in die Latte gehämmert, haben wir alle nicht vergessen. Und so ähnlich war es diesmal auch, etwas andere Schusssituation. Aber gutes Ding, ja, der Schwede macht so weiter. Und dann hat David Klaassen noch das 2:0 gemacht, wenig später in der ersten Halbzeit. Ein Lupfer über den Torwart drüber, der so halb geschlagen war. Da hat er leichtes Spiel gehabt, wobei er es clever gemacht hat. Das war eigentlich ein Abstauber, aber so einfach war das nicht abzustauben. Da musste er schon den Lupfer rausholen. Romano Schmid hatte die Vorarbeit geleistet, indem er sich engagiert dann nochmal reingeschmissen hatte. Ja, der junge Mann aus Österreich, der vom Wolfsberger AC zurückgekehrt ist, wohin er ein Jahr ja ausgeliehen war, der hat einen guten Auftritt hingelegt. Das war schon interessant. Auch das 1:0 hat er vorbereitet. Daran war übrigens auch Felix Agu, noch so ein Neuzugang aus Osnabrück beteiligt. Ja, ja, die beiden Neuen, die haben Spaß gemacht. Die bringen frischen Winter rein in dieses Team. Das fand ich schon ziemlich gut. Das galt ein bisschen auch für Patrick Erras. Die hat in der Fünferkette in der Mitte gespielt. Ja, bei denen sieht das natürlich dann nicht so locker aus wie so 1,68 Mann Romano Schmid. Und dann sind dann die 1,96 von Erras schon etwas anders in der Bewegung. Aber hinten haben sie nichts anbrennen lassen. Da kaum eine Chance für Eintracht Braunschweig gewesen. Das war in der zweiten Halbzeit nicht anders. Da wurde die Mannschaft nochmal komplett gewechselt. Da fiel vor allen Dingen Manuel Mbom auf. Also den müsst ihr euch nochmal angucken auf Fotos. Mann, der hat aber aus Uerdingen, ich weiß nicht, was sie da im Kraftraum gemacht haben, da hat er aber ordentlich Muckis mitgebracht. Also so ein Buddy, herrlich. Und der weiß den auch einzusetzen. Gab so einen Luftkampf, ja. Den hat er gewonnen, weil der andere echt Schiss bekommen hat. Also den müsst ihr euch angucken, der gefällt mir. Da freue ich mich auch drauf, im Trainingslager den nochmal genauer zu sehen. Das beginnt ja am nächsten Freitag, fliegt Werder nach Zell am Zell. Also ein bisschen hin. Was haben wir noch? Milot Rashica hat nicht gespielt. Der saß auf der Tribüne, denn man wollte Risikominimierung betreiben, wie Florian Kohfeldt uns erklärt hat hinterher nach dem Spiel. Und zwar soll der sich natürlich jetzt nicht verletzen, der soll ja wechseln. Da sind sich ja alle einig. Werder ist bereit, ihn abzugeben, aber nur wenn die Kohle stimmt, also über 20 Millionen, eigentlich am besten über 25 Millionen. Milot will nach Leipzig, RB Leipzig will den auch, aber es klappt halt noch nicht mit der Kohle. Und wenn der sich jetzt heute in dem Spiel verletzt hätte, wäre das natürlich arg bitter für alle Beteiligten gewesen. Florian Kohfeldt hat aber erklärt, das geht jetzt nur für dieses Spiel heute. Und warum ist das so? Naja, nach einer Woche Training ist ein Spiel schon ein bisschen riskanter. Da kann man sich schnell mal was wegholen, auch wenn man natürlich alles dafür tut, dass das nicht passiert. Deswegen haben sie entschieden, heute nicht. Beim nächsten Testspiel in 10 Tagen ist es allerdings erst im Trainingslager, dann geht es gegen Linz. Da soll der junge Rashica, der junge Mann, so wollte ich eigentlich sagen, dann aber auch wieder spielen. Wobei, da bin ich mal gespannt, ob der das überhaupt noch da ist. Nachfolger Chong steht ja schon in den Startlöchern. Da hat Florian Kohfeldt auch ein bisschen was zu gesagt, was er an dem gut findet. Das lest ihr in der Deichstube nachher, wenn ich es reingehämmert habe. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Was haben wir noch? Ja, Niklas Moisander, der war auch nicht mit dabei. Der hat sich eine Wadenzerrung zugezogen. Wade, oh Moment, Moment, da war er doch lange verletzt in der Hinrunde. Es soll eine andere Stelle sein, auch nicht so schlimm. Niklas Moisander mit seinen 34 Jahren braucht eh eine besondere Vorbereitung, hat uns Florian Kohfeldt erklärt. Und die bekommt er jetzt individuell. Übrigens, individuelle Belastungssteuerung, steht auch im Index das Wort. Florian Kohfeldt will es nicht mehr benutzen, nervt ihn selbst. Also wird er einfach individuell vorbereitet. Soll im Trainingslager in Zell am Zell wieder einsteigen. Ähnliches gilt dann auch im Prinzip für Miloš Veljković, der sich noch von den Folgen seines Muskelfaserrisses in Heidenheim Spiel erholt. Kevin Möwald saß auch draußen, der wird langsam reingeführt, hat gestern sein erstes echtes Mannschaftstraining gemacht. Bis der wieder spielt, soll es aber noch bis Ende der Vorbereitung dauern. Er hat einfach ein Jahr pausiert mit seiner Knieverletzung, da will man kein Risiko eingehen. Ja, was haben die fünf, die nicht dabei waren, von draußen noch gesehen in der zweiten Halbzeit? Ja, wie gesagt, Manuel Mbom, der ziemlich stark war, Davy Selke, der hat ein riesen Ding und dann kann er den machen und vielleicht endlich Selbstbewusstsein tanken. Spielt ab. Ja, und da ist dann der Gegner. Ja, der hat nicht Selbstvertrauen tanken können, aber trotzdem haben das eigentlich alle ganz ordentlich gemacht. Florian Kohfeldt war zufrieden. Ja, und einer war wieder on fire. Ach, auf den freue ich mich auch nächste Saison. Hoffentlich bleibt der wirklich richtig gesund. Niklas Füllkrug. Ja, so nach 10, 15 Minuten gab es schon ein heftiges Foul gegen Josh Sargent. Er knallte ordentlich und dann ist der ausgeflippt. Da wollte den Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, fast dann an die Wäsche gehen.
Ja, das kennen wir ja schon. Das hat er ja schon bei seinem Comeback gemacht. Ich glaube, bei der Bombe war das damals. Und ja, dieser war es ähnlich fast noch heftiger. Und dahinter haben wir dann Florian Kohfeldt gefragt, naja, wird das jetzt zum Standard von Niklas Füllkrug? Und hat er so, na Moment, Leute, das war ein Derby für den. Ja, der Hannoveraner, wenn der gegen Braunschweig spielt, da ist dann schon ein bisschen Feuer dabei. Aber das ist Niklas Füllkrug. Solche Leute will der Trainer auch haben. Und er war ganz stolz. Ach, stolz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er war sehr zufrieden damit, dass seine Mannschaft diese Einstellung gezeigt hat. Es hat nicht alles geklappt, fußballerisch, gar keine Frage. Aber es war ein guter Aufgabe, vor allem giftiger, konsequent. Und sie wollten gewonnen, sie haben gewonnen 2:0. Jetzt wird weiter trainiert, ist ja noch ein bisschen hin, bis die Saison losgeht. Die Deichstube ist für euch dabei. Kommt vorbei, deichstube.de oder in die App. Ciao.